Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und heute gehen wir in die Tektonik Arena Sardona. Ich bin eingeladen worden von Canon Switzerland und Graubünden-Ferien in Zusammenarbeit mit dem Helvetic Collective, ein Wochenende in dieser wunderschönen Region zu verbringen. Ein bisschen mehr über die Region erzähle ich euch später, aber jetzt gehen wir mal auf den Weg. Ich werde abgeholt von Sascha namens Otto Karlin. Er macht wunderbare Drohnenbilder und gemeinsam fahren wir nach Laax. Let's go! Nachdem wir in Laax angekommen sind, haben wir uns mit der Gruppe getroffen. Wir sind insgesamt 20 Leute, die da teilnehmen. Dann hat es ein paar Referate gegeben, Impulsreferat vom Helvetic Collective, von der Canon, aber auch von einer Spezialistin, die uns sehr viele spannende Informationen zu der Tektonik Arena Sardona hat können geben. Spannend ist, es ist einzigartig. In der Schweiz gibt es nirgends auf der Welt eine bessere Arena, wo man die ganze Tektonik arbeitet, was da passiert mit den Kontinentalplatten, sieht man auf der Welt nirgends so gut wie in der Schweiz. Und darum bin ich mega gespannt, wie es jetzt aussieht. Nochmal Spaghetti-Plausch. Sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg Richtung Senjas Hütte. Und von dort aus starten wir unseren Hike dann. Let's go! Wir sind jetzt auf der Alp Nagens angekommen und wandern etwa 40 Minuten in Richtung Senjas Hütte. Let's go! Ist also nicht immer ganz einfach, die schönen Shots für einen Vlog anzukriegen. Kommt man relativ schnell raus. Atem! Genau! Wir sind auf dem Senjas-Boden angekommen, haben etwa 30 Minuten gehabt zum Laufen. Eigentlich eine Wanderung kann man das nicht nennen. Das war mehr ein Spaziergang. Senjas-Hütte und haben unsere Zimmer bezogen. Und sind jetzt auf dem Weg zum oberen Senjas-Boden. Da laufen wir jetzt etwa eine Stunde und 10 Minuten. Je nachdem, wie viel das wir zum Fotos haben. Und es sieht hier schon grandios aus. Es ist einfach nur fantastisch. Wunderschöne Region da. Wir sind jetzt hier zwischen dem unteren und dem oberen Segnesboden. Sieht ein bisschen aus wie in Island. Recht geil. Eigentlich sollten wir schon lange da oben sein, aber wie Instagram halt so sind, Pausen und Pausen, Fotografie ist einfach wichtiger als Wandern.
Dementsprechend sind wir noch nicht wirklich weit gekommen. Das Wetter ist auch ein bisschen dunkler geworden. Jetzt haben wir einen schönen sonnigen Moment gehabt, aber... Ein bisschen Wolken. Spielt keine Rolle. Jetzt gehen wir mal schauen, wie es aussieht. Wir sind jetzt über den unteren Segnesboden zum oberen Segnesboden gelaufen und haben noch ein Bergli mehr mitgenommen. Eine wunderschöne Aussicht. Ich habe, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben wilde Edelweiss gesehen. Ein unglaublich schönes Pflänzchen, wirklich schön. Und ja, wir sind, wie man sich das so gewöhnt ist, von Instagram viel zu spät dran. Am 7. gibt es Nacht, das ist jetzt etwa Viertel ab 6 und wir haben sicher etwa 1,5 Stunden, bis wir zurück sind. Also von dem her gibt es ein bisschen später die Nacht. Ja. Wir haben abgemacht, dass wir um 5 Uhr ablaufen und den Sonnenaufgang bei den Jinglehörnern anschauen. Mal schauen, ob ich schon bereit bin, um wieder dort aufzusäckeln. Wir sehen uns dann. Ja, heute Morgen sind wir dann um 10:05 losgelaufen und haben die 2,5 Kilometer und die etwa 300 Höhenmeter nochmal unter unsere Füße genommen. Nicht ganz einfach gewesen, so früh am Morgen, aber wir haben ja gewusst, es kommt gut. Der obere Senjesboden im Morgenlicht ist einfach nur fantastisch. Wunderschön ist es gewesen. Und jetzt gibt es noch etwas zum Erklären. Und da geht es um die ganze Tektonik-Arena Sardona und ich erkläre euch einmal, warum das Ganze einzigartig ist. Was ich euch gerne erklären möchte, ist, wenn ihr da vorne schaut,
Das ist einzigartig in der Welt. Und auch wenn man da anschaut, einzigartig in der Welt. Und was ist genau einzigartig? Jetzt müsst ihr schauen, wenn ihr genau anschaut, seht ihr, dass es da so wie eine Linie hat, da oben durch. Und die Linie, das ist, wo zwei Kontinentalplatten übereinander hineingeschoben worden sind. So zwei Tektonikplatten, das nennt man eine Überschiebung. Und das da unten, das Gestein, das unten durch ist, ist viel, viel jünger als das Gestein, das da oben ist. Das ist viel älter. Also der Teil unten durch ist 50 Millionen Jahre alt und der Teil oben durch ist 270 Millionen Jahre alt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Teil oben durch, der Teil da oben, nur der kleine da, das da, das ist mal 10 Kilometer hoch gewesen. Also das heisst wirklich rauf, 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 ganz hoch rauf. Und es ist abgedreht worden durch Wind, Wetter, Schnee und Korrosion. Dementsprechend, und das seht ihr da einen auch, hat es auch so eine Linie, da seht ihr die. Und ja, das hat mit der ganzen Verschiebung von der Kontinentalplatte zu tun und es ist richtig spannend. Also wirklich noch, wirklich da sieht man, wie das Ganze funktioniert über Jahrmillionen. Also es funktioniert ja nicht nur von heute auf morgen, sondern das funktioniert über Jahrmillionen. Fantastisch! Berg oben runtergekommen, auf dem Weg zurück zu der Hütte zum Morgenessen. Ich bin noch ein bisschen Drohne geflogen zum Wasserfall, zu dem einzigartigen und sehr spektakulären Wasserfall, wie sich der über wahrscheinlich hunderte, wenn nicht gar tausende von Jahren in den Berg hineingefressen hat und es so aussieht, als wäre der Berg eine Art zweiteilt. Ja, kurz vor der Hütte. Ich freue mich jetzt auf das Käferli und ein feines Morgen. Wunderbar, was für ein Tag.